So, moin moin meine lieben Leute, wir sind wieder dabei, spielen weiter Elden Ring. Wir befinden uns jetzt hier wieder, also, ne, und ich weiß, wir sind immer noch in diesem Gebiet, aber ich möchte so gerne diese Karte endlich mal finden. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die finden können. Das Problem dabei ist natürlich, dass diese Karten ja immer gut versteckt sind. Wir müssen nur mal gucken, wo wir überall noch nicht waren. In den Ruinen, da waren wir ja schon. Ich glaube, es tut mir leid, aber das ist jetzt wirklich Quatsch. Da vorne ist die Karte, oder? Ist das nicht der Stamm mit der Karte? Das ist ja jetzt echt mal... Okay. Schwert ist okay, aber das hier geht dann doch leichter, ne? So, aber jetzt haben wir ja die Karte auf jeden Fall. Guck dir das an. Das ist sie doch, oder? Karte. Okay, Karte gefunden. Perfekt. Okay. Ist das nur die halbe Karte? Anscheinend. Also, nur hier vorne die Karte? Okay. Gut, aber dann haben wir ja schon mal ein bisschen was. Immerhin. Gut, hier gibt es aber auch keinen. Nee, anscheinend nicht. Gut, aber naja, wir haben sie. Das war nur die eine Hälfte, aber vielleicht die andere Hälfte auch noch. Ja, von da sind wir gekommen, ne? Ja, ich glaube schon. Wir müssen in diese Richtung weiter. Oh, hier sind ganz schön viele eklige Viecher eigentlich. Da ist ein Ort der Gnade, okay, das nehmen wir mit. Okay. Halt, hier liegt auch noch was. Was liegt denn hier? Handbuch des Steinschimmermetzes. Ruinen von Laskaya, okay. Da waren wir doch schon mal, ne? Ah, okay. Ja, reisen wir direkt hin, bevor uns hier jemand angreift. Cool. Ach, jetzt kommen wir wieder da oben hoch, ne? Naja, vielleicht müssen wir von da oben mal weiter runter gehen, um zu gucken, ob wir da vielleicht ein paar erlegen können. Weil sonst weiß ich jetzt langsam nicht mehr, wie, wo und wo wir überall hinkommen. Mal sehen. Den haben wir ja schon, also können wir doch theoretisch. Hier sind auf jeden Fall viele Gegner. Die können wir einfach da durchreiten. Hui! Schmiedestein, perfekt. Hallo. Kann ich sie einsammeln? Oh! Man kann ja nicht so viel machen, ne? Da können wir auf jeden Fall ein Dings einsammeln hier. Wie heißt das? So eine Saat. Eine goldene Saat, okay. Eine goldene Saat, das ist gut für unsere Flaschen. Was sind wir jetzt hier? Die waren wir auch noch nicht, ne?
Aber wo sind wir denn hier? Okay, dann laufen wir hier zu. Aber hier ist auch irgendwas. Da oben leuchtet zumindest was. Na, guck mal. Ort der Gnade. Alle mitnehmen, ne? Auch auf, was ist denn das? Noch ein Schmiedestein, okay. Hier liegen auch Viecher unten, die interessieren uns aber gar nicht, aber jetzt interessieren uns doch. Mein Gott. Keine Ahnung, wo wir sind, wirklich. Ist ja eigentlich auch egal. Jetzt haben wir ein paar Runen, ein paar Orte, ein paar Gnadenorte gefunden, was immer ganz gut ist, um irgendwann schnell irgendwo hinreisen zu können. Ah, ist hier. Schimmert auch was. Jetzt sind wir hier wieder in so einem Sumpfgebiet. Okay. Tja. Giftblüte, mit der kann man schon irgendwas anfangen. Da ist noch so ein Pavillon. Da ist meistens immer irgendwas drin, ne? Ein Ort der Gnade. Oh, passiert irgendwas. Nee, doch nicht. War ich hier schon? Anscheinend. Ja, ich war hier schon. Dumm. Ich bin trostlos, hier durchzureiten, das gebe ich zu. Aber zumindest haben wir schon ein bisschen was entdeckt. Und hierfür müsste ich doch eigentlich auch mal das andere Kartenstück finden irgendwo hier, oder? Da waren wir gerade eben. Das ist die Akademie, ne? Da laufen so ein paar von diesen üblichen Viechern rum. Dann Giftblüten. Da ist eine Ruine, die nehmen wir uns mal vor. Da waren wir aber schon, das ist die Rosenkirche. Die Rosenkirche, okay. Es gibt ja so viel, man weiß ja auch nicht, wo man hingekommen ist. Das ist das Problem, ne? Tja. Mann, man kann sich ja auch echt verrennen in diesem ganzen Spiel, ne?
Hier sind wir wieder mal Festland. Oh, was ja auch nicht schlecht ist. Weiß, wie lange man hier im Gift rumlaufen kann. Ist da irgendwas passiert? Warte mal mit hier. Hier ist gar nichts, ne? Hier ist gar nichts. Hier ist wirklich nichts. Da waren wir schon überall. Das ist ja echt mal schwierig hier da. Hier können wir noch ein paar Leute killen. Oh! Gebetbuch der Feuermönche. Okay. Geräuchertes, gesprenkeltes Fleisch. Okay, hier waren wir anscheinend auch noch nicht. Aber zumindest haben sie alle erledigt. Hier noch irgendwie eine Rune. Da ist irgendwas, das leuchtet, das wir einsammeln können. Aha, eine Falle.
ich denn da hinten überhaupt meine Markierung gesetzt? Was ist denn da? Würde mich interessieren. Warum ist da eine Markierung von mir? Die ist irgendwo im Nowhere. Nicht mal irgendwie so eine Rune der Gnade oder sowas, ne? Woran erkenne ich eigentlich, was ich davon gebrauchen kann, von dem Kram, was nicht, ne? Würde mich trotzdem mal interessieren. Aber ich geh mal da oben rein jetzt. Weil im Endeffekt schleppe ich ja so viele Sachen mit mir rum. Soll. Sehen tue ich dich trotzdem, du Affe. Irgendwie. Die machen wir auch schon. Okay. Dann gehen wir da weiter. Oder? Machen wir aber mal. Hier war die Akademie, ne? Und wo war die Akademie? Ich glaube hier, ne? Das heißt, wir können auch zum Südtor gehen. Dann reiten wir hier runter. Und gucken da, wer da... Ist das das? Kriegt man da immer die Karte? Kann das sein? Dann bräuchte ich hier nur durchreiten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist, wenn man blind spielt, ne? Und nichts guckt bei den anderen irgendwie. Na gut. Also wir gehen jetzt mal hier. Müssen wir eigentlich nur den Weg folgen, oder? Ja, guck, bis wir da runterkommen. Das kriegen wir hin. Hier geht's, aber es geht doch nur hier raus. Ah, es geht nur hier raus. Hier längs? Wenn ich hier längs laufe? Und dann in die Richtung? Muss ich da hinkommen oder nicht? Ja. Ja, muss ja in diese Richtung gehen. Schon mal ein Ort der Gnade. Und das sieht doch aus wie dieser. Tatsächlich. Wie dumm. Hätte man schon früh vorher hören können.
Perfekt. So, jetzt haben wir das ganze Gebiet hier aufgedeckt. Geil. Das freut mich. Ich muss mal diese Markierung wegmachen, die ich da einfach mal hingesetzt habe. Wo habe ich die hingesetzt? Markierung da. Marker entfernen. Zack. So. Perfekt. Okay, jetzt haben wir das hier. Aber jetzt haben wir ja schon einiges wieder geschafft. Also es ist einiges, aber ein bisschen was geschafft, ne? Also, wenn die übertreiben, war jetzt nicht super, super viel, aber immerhin so ein bisschen. Jetzt können wir mal gucken, was wir machen können. Ein paar Schmiedesteine haben wir ja auch gefunden. Aber da rein können wir ja immer noch nicht, ne? So, lass mal gucken, was gibt's denn hier so. Die Karte ist ja gigantisch groß. Schau euch das mal an. Muss da schon noch einiges entdecken, ne? Aber hier drüben ist immer noch dunkel. Also, die Seite haben wir aber noch nicht entdeckt. Das ist die Frage. Da bin ich wahrscheinlich mal gestorben, ne? Jetzt ist ja natürlich die Frage, wo könnte hier die Markierung sein, ne? Sieht man ja nicht. Da. Da sehe ich den Marker. Ja, die Markierung. Das holen wir uns jetzt noch. Da reiten wir jetzt noch hin. Oder? Was haltet ihr davon? Ich finde das eine super Idee. Da, in die Richtung. Ja, ist ein weiter Weg, aber ist machbar. Schon geholt, ne? Wir müssen uns denken, dass wir die Saat auch noch nutzen können gleich. Okay. Gefällt mir die Pflanzen hier, aber naja. Mal trotzdem dran vorbei. Da ist was drin. Das können wir gleich holen. Die Dinger mich nicht treffen. Das ist einfach Gift. Sporen. Schmiedestein, okay. Gipfel werden wollen wir eigentlich nicht. Tempelviertel, okay. Da, da, da. Was hatten wir für Fliegendinger da? Schützen wir was? Ah, hier ist ein Drach! Ah, hier ist ein Drach! Oh, was liegt da? Okay, da ist ein Drache. Ein Drache, ein Drache, ein Drache! Scheiße! Ein fetter Drache! Oh, kann ich abhauen vor dem? Ich hoffe. Okay, ein fetter Drache. Wir haben da die ganzen Sachen eingesammelt, die da lagen. Was immer das war. Ich konnte es gar nicht so schnell lesen. Er kommt hierher, aber auf jeden Fall. Lass mal den Drachen mal ein lieber Drache sein. Hier ist ein Leuchtfeuer.
ist und wir rasten auch gleich hier. Dann können wir unsere Flaschen verstärken, die wir noch irgendwie haben. Achso, keine Träne. Ich muss ja hier Flaschen. Sehr gut. Stückmuschi gibt's noch nicht. Kriegsasche. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Da hinten. Wir hier nur ablenken, aber vielleicht können wir ja das bei der einmal machen. Wir können über die Karte, das Kartenstück da müssen wir noch haben. Und laut meiner Karte ist es ja da, ne? Also wenn ich genau hingucke, dann könnt ihr das sehen. Da hinten, da ist das drin. Warum kann man es jetzt nicht so gut sehen? Vorher konnte man es gut sehen, also vielleicht mal wegen meinem Marker davor ist. Naja, da ist es, ne? Seht ihr das? Jetzt ist es wieder, warum es jetzt wieder anders ist, weiß ich auch nicht, aber... Aber wir haben die Sachen eingesammelt. Ein Blutfett und Quallenschild. Na. Wie wir das brauchen können. Oh! Schießt noch weit. Da muss ich durch, um das zu holen. Lass mal. Und die Hunde los. Oh, das ist unser Heiling. Was schießt denn da? Ach, da oben ist einer, ganz da oben. Okay. Oben ist dann auch, da können wir gar nicht so schnell hinkommen. Ah, greift den an, Leute! Oh, da haut er rein.
kommen. Das können wir uns um den Typen da oben noch kümmern, ne? So, jetzt aber hoch da. Die sind jetzt geil, die Hunde eigentlich, irgendwie. Oh nein! Oh! Ein Bastard! Nein! Nein! Sterben wollte ich nicht. Ich habe da nichts anderes zum Trinken mehr. Du Scheiße, hier ist ja richtig was los. Das ist ein bisschen blöd gerade. So, gehen wir schnell dahin. Okay, wir gehen nochmal nach links, aber ich muss jetzt erstmal mich um die Karte kümmern, bevor ich jetzt versuche, da alle möglichen Leute anzugreifen. Die umlaufen wir hier. Geschickt. Reiten jetzt einfach durch. Da sind aber viele Leute. Gut, wenn wir von der vorbeireiten, können wir vielleicht da hinten unsere Map holen. Wenn sie denn da hinten ist. Aber ich glaube schon. Okay, ist ein Ritter. Sieht doch dann nochmal danach aus. Besser geht's doch nicht. Hier ist auch ein Leuchtfest noch mit. Und Leuchtfest. So. Und jetzt sieht das doch schon schön aus hier, oder nicht? Perfekt.
So viel Aufwand, ne? Nur um so ein paar Karten zu finden. Königliche Ruinen. Guck mal, wie königlich das hier drin ist. Okay. Nein. Okay. Gut, aber ich glaube, das soll es doch für heute gewesen sein mit unserer Entdeckerreise. Hier war ja noch das. Können wir noch kurz rasten. Oh. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dann. Tschüss.